Vater. Eine Tochter war klug, fleißig und schön, die andere faul und hässlich. Die Mutter möchte aber die Faule lieber, weil sie ihre eigene Tochter war. Das andere Mädchen war ihre Stieftochter. Jeden Tag müsste sie am Spinnrad sitzen und Wolle spinnen. Das fleißigste Mädchen sitzt am Brunnen und spinnt. Die Spinne fällt in den Brunnen. Die Mutter verlangt, dass das Mädchen wieder herausholt. Das Mädchen läuft weiter und kommt an einem Haus mit Frau Holle. Frau Holle sagt: Ich bin Frau Holle. Du kannst bei mir bleiben, wenn du fleißig bist und jeden Tag die Betten aufschüttelst, wirst du es gut bei mir haben. Frau Holle bringt das Mädchen zum Tor, gibt die Spule zurück und ein gewaltiger Goldregen fällt auf das Mädchen herab. Das Mädchen geht zurück zum Stiefmutter und Stiefschwester. Auf dem Gartentor sitzt der Hahn, der schreit: Kikiriki, Kikiriki, unser Gold Marie ist wieder hier. Die Mutter möchte, dass ihre Tochter das Gleiche passiert. Die Tochter geht zum Brunnen mit der Spule, wirft die Spule in den Brunnen.